bin in Wetzlar geboren, Deutschland. Ich wurde die Kamera einer der größten Fotografen der Geschichte. Glück? Ja. Denn ohne es hätten weder ich noch er so viele Kämpfe überlebt. Bei jeder Reise wurden die Koffer gepackt, die Objektive verstaut. Wir verbrachten Monate an der Front. Der Fotograf lebte mit den Soldaten und wie ein Soldat. Wir registrierten alles. Er hat stets das Fotografieren gelebt. Er lebte es auch dennoch, als das Dünnen der Kalaschnikows sich als unerträglich erwies. Er wollte raus. Er hat es nicht geschafft. Trotz des Versprechens, niemals wieder einen Krieg zu fotografieren. Da waren wir in Begleitung einer französischen Truppe. Mitten auf dem Wege. Herdmine. Ich starb. Wir starben. Einst war ich eine Leica 3. Ich bin wiedergeboren. Nun heiße ich M. Monochrome.